so eine Ausnahmesituation, wenn man auf der Bühne sitzt und das Atmen des Publikums hört und mitbekommt, wie dann alle zusammen sich gemeinsam auf eine Sache konzentrieren. Das ist einfach, da ist eine Energie im Raum, die ist einmalig und die ist so wunderbar, dass es fast unmöglich ist, sie auf eine CD einzufangen. Man ist ja alleine im Konzertsaal und dann trotzdem diese Lebendigkeit abzurufen und diese Lebendigkeit auf einen Moment, auf eine CD zu pressen und aufzunehmen, das ist gar nicht so leicht, aber wir sind eigentlich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Wir hatten so eine Art Aha-Erlebnis, als wir in Italien studiert haben. Wir waren damals so begeistert von dieser italienischen Art, Musik zu machen, dass für uns klar war, dass wir unbedingt auch Italiener auf unsere CD haben wollen. Und Rossini ist einer der Vertreter der italienischen Komponisten. Das ist ganz ähnlich bei der Musik von Mario Castelnuovo Tedesco. Bei ihm ist es völlig klar, dass jede der beiden Stimmen völlig gleichberechtigt ist. Das macht diese Musik so spannend und so lebendig. Seine Art des Komponierens ist unsere Art des Musizierens sehr, sehr ähnlich. Hans-Werner Henze hat einmal einen Satz gesagt, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Er meinte, die Gitarre ist ein Instrument, das in der heutigen Zeit dazu führt, dass die Menschen mehr in sich gehen. Und wenn sie still werden, dann dieses Instrument lieben und schätzen lernen. Im Umkehrschluss haben wir festgestellt, dass die Musik von Hans-Werner Henze uns selber auch ruhig gemacht hat und in die Stille geführt hat. Und das macht diese Musik mit mir, wenn ich sie spiele oder auch wenn ich sie höre, dass ich einfach entfliehe der Realität. Ich bin irgendwie, es ist sowas Universelles, dass ich ganz, ganz zur Ruhe komme. Bei Scarlatti war es besonders interessant, sich überhaupt für drei Sonaten zu entscheiden. Also diese erste und die dritte Sonate haben so eine Lebensfreude, die haben so eine Begeisterung, lösen die aus in uns. Und dann das eben im Kontrast gesetzt zu dieser langsamen Sonate, die eben von Trauer, von Verzweiflung, von Schmerz erzählt. Das ist alles sehr, sehr interessant und sehr stimmig, dann wirklich auch diese verschiedenen Facetten von Scarlatti zu sehen. Was wir an der Musik von Manuel de Falla so lieben, ist einfach dieser Überraschungsmoment, der da drin steckt. Er arbeitet sehr, sehr viel mit Brüchen vom absoluten Pianissimo, sodass man kaum mehr was wahrnimmt. Ist da überhaupt noch was? Zum absoluten Fortissimo, sodass einem der Atem stoppt und man weiß gar nicht genau, wo ist man jetzt, was passiert jetzt genau. Und dieses so aufwühlend und aufregend, das ist pur.